ist ja manchmal. Ich bin heute etwas krank immer noch, leider. Deswegen falsch ab und zu mal husten und so. Tut mir leid. Ich versuche mich auf jeden Fall zu bändigen und Kraft zu sammeln. Heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Ist auch sehr interessant entstanden, so aus dem Nix. Aber der Hintergrund von diesem Thema ist eigentlich sehr, sehr groß. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ihr auf jeden Fall sehr viel davon haben werdet. Weil einfach das Thema jeden anspricht. Egal wie alt, egal welche Nationalität, egal welche Religion. Ja? Egal welches Hobby, egal welche Persönlichkeit, jeder hat mit diesem Thema zu tun. Und das ist der Kampf gegen einen selbst. Warum dieses Thema und wie ist es entstanden? Dazu habe ich mir echt lange Gedanken gemacht. Warum ist mir das in den Kopf gekommen? So, was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Und erstmal wollte ich euch fragen, habt ihr vielleicht eine Idee, wie so ein Thema entstehen kann? Oder warum so ein Thema wichtig ist? Eigentlich gibt es da kein Falsch und kein Richtig. Irgendwie alles auf jeden Fall vorhanden. Ja. Es gibt Menschen, die haben keine Feinde, aber das größte Hindernis sind die selber. Genau. Die haben so viel Potenzial, aber die trinken zum Beispiel. Die machen sich kaputt, Drogen etc. Ja. Sind faul. Ja. Und dieser Diamant wird dann zu Staub. Genau. Das ist eine der Hauptgründe zum Beispiel. Potenzial ist etwas, das man nicht anfassen kann. Etwas, was man nicht sehen kann. Aber das Potenzial an einem Menschen bewirkt materielles Reichtum, wie Geld, Ruhm. Ne? Und heute gehen wir darauf ein, warum es so wichtig ist, den Kampf gegen einen selbst als erstes zu gewinnen. Nehmt euch mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Rom damals, ne? Cäsar. So ein starker Mann, der so viele Kriege gewonnen, wurde dann von seinen eigenen Leuten im Senat umgebracht. Er wurde von innen im Land umgebracht. Es waren keine Außenleute. Ne? Nimmt einem Lebewesen das Herz weg, ist kein Leben mehr vorhanden. Nimmt einem Lebewesen diesen Kern weg, und das ist nicht mehr da. Wobei Zellen, nimmt einer Zelle Zellkern weg, diese genetische Information, die da drin vorhanden ist. Ne? Es entsteht keine Weiterbildung von weiteren Zellen mehr, weil die genetische Information fehlt. Also merkt ihr, das Innere, das vorhanden ist, ist lebenswichtig. Genauso ist es bei einem Menschen die mentale Ebene. Gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesen Kampf gegen einen selbst, gegen unser Inneres, gewinnen, verteidigen, ne? Und auch neu aufbauen. Nicht nur einfach bekämpfen und dann liegen lassen. Nein, es ist auch unsere Pflicht, unsere Verantwortung, das selbst wieder aufzubauen. Und darauf gehen wir heute ein. Ne? Das ist eigentlich der Kampf gegen einen selbst. Das eigene Innere bekämpfen und dann wieder aufbauen. Aber bevor wir damit anfangen, ich mache das ein bisschen systematisch, weiß einer ungefähr, was das Innere an uns sein kann. Ich meine mit Innerem jetzt nicht unsere Organe, denkt an die Mentalebene. Ja, mein Netz. Dein Netz, ja. Schweinehund. Ja. Diese eine Stimme, diese eine faule Stimme in euch. Ja. Die innere Motivation? Motivation zu 100%, ja. Also Schweinehund, Motivation, ja. Was glaubt ihr noch? Es gibt so viele Sachen, überlebt. Wenn ich von mentaler Ebene spreche, ne, Emotionen, dann Triebe, ne, das Lustgefühl, ich will etwas machen, die Schmerzen, ne, Moralvorstellungen, das ist euer inneres Handbuch, euer eigenes Regelbuch, eine Moralvorstellung. Ja, Einschätzungen? Einschätzung, ja. Sehr gut. Einschätzung, was ich hinstehe zum Beispiel. Einschätzung, genau. Ne? Einschätzung, deine Übersicht, wie siehst du Sachen? Und diese Sachen, ne, das ist dein Inneres. Merke, das hat sehr viel immer mit Gedanken zu tun. Alles entsteht durch Gedanken, Motivation, deine Emotionen, deine Triebe, Moralvorstellungen, Schmerzen, das entsteht alles hier oben im Kopf. Damit ich euch das noch ein bisschen veranschaulichen kann, Moralvorstellungen haben wir schon besprochen, inneres Handbuch. Das ist euer Regelbuch. Schmerzen, was glaubt ihr, was Schmerzen sind? Wir hatten das schon mal besprochen. Die Schmerzen. Was zeigen die Schmerzen bei euch? Physische Verletzungen? Nein. Also, rein theoretisch sind, können es physische Schmerzen sein, Verletzungen, ja. Aber was bewirkt ein Schmerz in euch? Oder was zeigt euch ein Schmerz? Ja, okay. Unsere Grenzen. Geil. Ja, sehr gut. Unsere Grenzen. Und Ängste. Motivation, Träumen, das ist euer Kraftstoff, das ist euer Benzin, euer Tank. Ja, ja. Ohne das fährt das Auto nicht.
Und diese drei Sachen sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Wieso Ängste? Weil Ängste auch dich irgendwie vorantreiben. Das ist ein kurz bestes Beispiel. Wenn ein Hund dich fährt, du hast Angst vor Hund, du läufst in dein Leben. Ne? Genau so ist das auch. Die Angst zu scheitern bringt dich erst recht zum Arbeiten. Stimmt. Die Angst zum Scheitern bringt dich zum Trainieren. Die Angst, eine schlechte Note zu schreiben, bringt dich zum Lernen. Auch die Angst davor, von Eltern Ärger zu kriegen, bringt dich auch dazu zu lernen. Stimmt. Ja. Deswegen, so Kraftstoff, dann die Grenzen, das sind so. Okay, das sage ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendein Typ ist, der das studiert hat, der das wirklich der Experte daran ist, der das auch sagt, aber meiner Meinung nach sind das so die drei wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall sitzen müssen. Ja, ne? Was ist mit inneres Handbuch gemeint? Deine Moralvorstellung, inneres Handbuch, dein Regelbuch. Was darf ich nicht? Ne? Inwiefern darf ich das jetzt machen? Lügen zum Beispiel. Ne? Ich glaube, jeder hat eine innere Moralvorstellung im Sinne von, okay, lügen darf man nicht. So. Das heißt, du hast für dich selber auch gewisse Regeln, die du auch selber nachgehst, die du auch hältst. Wie so ein Spiel. Ne? Es gibt Spielregeln, an die hält man sich. Und jeder hat aber sein eigenes Regelbuch. Schaut euch mal viele Ideologien an, viele Denkweisen. Ein religiöser Mensch, Islam zum Beispiel, trinkt nicht. Dabei sind zum Beispiel Menschen, die nicht an Gott glauben, das Trinken was ganz Normales. Ne? Da ist keine Regel in deren Inneren, wo steht, okay, ich darf jetzt nicht trinken. Ne? Stimmt. Also merkt ihr, jeder hat seine eigene Moralvorstellung, jeder hat sein eigenes Handbuch. Und das sind so die drei, ne, die sitzen müssen. Da arbeitet man ein Leben lang. Und kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Warum das Innere bekämpfen? Was ist der Hintergrund davon? Was bringt es einem? Was habt ihr davon? Ne? Und wie weit kann ich dann gehen dann natürlich? Weil wir haben gelernt, Schmerzen, alles hat seine Grenzen. Alles hat seine Grenzen. Und da wollte ich euch erstmal fragen, was glaubt ihr, warum man das Innere überhaupt bekämpfen sollte? Zuallererst. Was glaubt ihr? Was für ein Hintergrund das haben kann? Warum das Innere? Ja, muss das. Sich weiterzubilden? Sich weiterzubilden, ja. Das ist schon mein Punkt. Das ist richtig. Was glaubt ihr, warum noch? Ja, nein. Also man bekämpft sein Inneres, damit man endlich aufwacht. Damit man endlich diesen Schweinehund besiegt, damit man was aus sich macht, aus deinem Leben etwas macht. Genau. Du bekämpfst deine inneren negativen, ich sag jetzt mal, Gieren. Weil wir wissen alle, unser Schweinehund scheint manchmal so, als wäre unser bester Freund, aber es kommt nur Negatives raus. Ne? Hast du ein Beispiel aus deinem Leben? Schule. Ich stehe auf um 7 Uhr morgens, der Wecker klingelt. Das Erste, was mir damals in meinen Kopf gekommen ist, ich bin noch ehrlich, weißt du was? Die erste Stunde einfach fehlen. Geh einfach gerne schön. Der Schlaf tut gerade richtig gut. In dem Moment ist der Schweinehund dein bester Freund. Weil ihr seid in einem Einklang. Ja. Im Nachhinein bringt es aber Nebenwirkungen mit sich. Warum? Schläfst du heute 1 Stunde länger, schläfst du auch morgen 1 Stunde länger, irgendwann schläfst du 2 Stunden länger, irgendwann 3. Irgendwann gehst du gar nicht mehr zur Schule und schwänzt. Es ist wie so ein Schneeballsystem. Rollt und rollt und rollt. Irgendwann wird es immer größer. Und da ist es wichtig, solche inneren Probleme zu bekämpfen. Wir hatten gestern einen Satz gesagt, bevor du andere Zimmer aufräumst, ne, räum erstmal dein eigenes auf. Ne? Ja. Bevor du auch versuchst, die Probleme von außen zu bekämpfen, kämpf das Innere frei. Deine inneren Probleme. Ich glaube, es gibt nichts Einfaches, ja, weil richtig. Du kennst dich am besten von all den Menschen. Ja? Es wurde auch wissenschaftlich bewiesen, dass also ein Mensch kann einen anderen Menschen nicht verändern. Mhm. Und man kann nur einen Ansporn geben, einen anderen Menschen Anreize geben, damit die Person nachdenklich wird. Das hat auch Gerhard Hüther gesagt, ein Hirnforscher. Und er meinte aber, Menschen können sich selber aber ändern, aber halt nur sich selbst ändern. Und das kommt alles vom Inneren. Also andere können nichts machen, nur du kannst dich ändern. Andere Menschen können andere Menschen nicht verändern, nur Anreize geben, nachdenklich machen, aber verändern kannst nur du dich immer selber. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Dieser Knopf für die Veränderung, der ist immer in deiner Hand. Nicht in der Hand anderer Menschen, sondern liegt immer in deiner Hand. Du kannst dich selber verändern. Du, nicht irgendwelche anderen Menschen. Auch Mama und Papa nicht. Das ist eure Verantwortung. Auch Freunde können das nicht. Auch wenn ihr gleichaltrig seid und ihr
Ein auf den, ihr versteht euch richtig gut, ihr habt denselben Kopf und letztendlich könnt trotzdem nur euch, ihr euch selber kennen. Deswegen ist es so wichtig, weil unser Inneres ist wirklich von Krankheiten geplagt. Also wirklich, wir haben Krankheiten, so geht nicht mehr. Innerlich. Ich rede nicht von der Medizin, ne, wie also Corona oder so, sondern ich meine damit wirklich Krankheiten wie Faulheit, Depressionen, da was weiß ich was, Stress, habt ihr noch irgendwelche Schmerzen? Oder irgendwie Probleme, Faulheit, ja. Was viele Jugendliche haben, das ist sehr viel Jugendliche, Liebeskummer. Oh, ja. Sehr viele Casanovas haben Liebeskummer. dann Zukunftsängste, das ist auch ein sehr, sehr großes, ich sage bewusst Krankheit, weil das ist etwas, das muss weggehen. So, das ist kein normales Problem. Ich hatte das sehr, sehr lange, ich habe es immer noch. Und das zu bekämpfen, das fordert sehr viel Energie. Wirklich sehr viel Energie. Das nimmt euch sehr viel Leistung, Kraft, Motivation. Und da ist es wichtig, bewusst das zu machen. Weil wenn du es bewusst machst, dann nimmst du deinen Körper anders wahr. Wenn dein Körper anders wahrnimmst, dann gehst du auch anders damit um. Das mit den Zukunftsängsten und dem Nachdenken, das habe ich im Buch gelesen von Luann Brizendine oder so, das ist so auch so eine Hirnforscherin, erzählt auch über das männliche Gehirn. Und die Sache ist, das ist auch bei den Männern veranlagt, dass die sich hormonell, es gibt ein Hormon, und auch im Gehirnort, wo Männer im Laufe des Lebens aber auch diese Zukunftsängste haben. Echt? Ja, das ist bei Männern, glaube ich, stärker als bei Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist bei uns aber auch so veranlagt, dass wir auch immer versuchen, besser als die anderen zu sein, uns zu verbessern, auch im Revierkampf, das ist alles das ist hormonell veranlagt. Krass. Ja. Und jetzt seht ihr, wie wichtig das ist, sowas wahrzunehmen. Weil es gibt in unserer Natur anscheinend. Ja. Und wenn der Körper dann diese Bakterien bekämpft, ja, wird das Immunsystem praktisch dadurch stärker. Unser Immunsystem ist in dem Fall unser Inneres, unsere mentale Ebene. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Stellt euch eine Frucht vor, ja, ist bei Wassermelone zum Beispiel, ja, eine Wassermelone, das Fruchtfleisch. Ihr seht, wie zerbrechlich das Fruchtfleisch ist. Ihr kaut es und es zergeht schon in der Zunge, auf der Zunge. Merkt selber, ne? So. Doch wenn ihr diese Frucht schneidet, ist das Fruchtfleisch immer ganz. Warum? Weil die Schale diese von außen schützt. Für uns ist es genauso wichtig, eine robuste Schale zu haben. Weil glaubt mir, ihr könnt Gangster sein, ihr könnt mit Securities rumlaufen, wie ihr wollt, ihr könnt von mir aus Gangster-Rapper sein, ihr könnt von mir aus Menschenhandel betreiben, ihr werdet immer eine sehr, 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 sehr zerbrechliche, ein sehr, sehr zerbrechliches Inneres haben. Es ist so. Es ist so. Selbst wenn ihr euch mental starke Menschen anguckt, die sind nur so stark, weil die Schale stark ist. Mehr ist das nicht. Die Schale macht die stark. Die Schale lässt sie so aussehen, als wären sie stark. Je mehr die Schale auch aushält, desto länger hält auch das Innere. Ja. Und diese Schale schützt dann dieses Fruchtfleisch vor dem Verfaulen. Und die Menschen können auch verfaulen. Früher oder später, wenn ihr eure Schale nicht mehr schön pflegt, ne? Wenn ihr eure Schale nicht stärker und bewusster macht, verfault euer Inneres. Wenn euer Inneres verfault, seid ihr nicht mehr in der Lage, euren Träumen, euren Zielen, euren Pflichten nachzukommen. Das ist nicht möglich. Dann seid ihr undiszipliniert, kümmert euch nicht um euch selbst. Und dann ist Feierabend. Dann ist endgültig Feierabend. Kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Wie bekämpfen wir unser Inneres? Was glaubt ihr, was eine Lösung dafür wäre? Musa? Indem man zweifelt? Nein. Oh. Nicht zweifeln. Wie bekämpfen wir unser Inneres? Wie? Wie bekämpft man sein Inneres? Genau. Wie macht man das? Wir haben jetzt geredet, warum, ja, wie wichtig das eigentlich ist. Wir haben auch erstmal gelöst, was unser Inneres eigentlich ist und sein kann. Wie bekämpft man sein Inneres? Aber was glaubt ihr, wie? Wie? Es ist eigentlich sehr simpel.
Ja, klar. Indem man sich vielleicht erstmal Zeit nimmt für sich selber und erstmal überlegt, was sind meine Probleme. Zeit. Ja. Nehmt euch Zeit. Okay, Zeit. Das heißt, wenn ihr euch Zeit nimmt, müsst ihr euch auch was aufbauen. Ja. Ne? Nehmt die Zeit euch nicht umsonst. Das heißt, was mir in den Sinn gekommen ist, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich bin kein Wissenschaftler oder so, ich habe das nicht studiert. Noch. Ich habe angefangen zu überlegen und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, ich habe mir Beispiele genommen. Ich meine, so, stellt euch so Memory vor. Ah. Und ihr wisst, wie schwer das ist, nach, am Anfang diese perfekten Karten gleich zu finden. Ne? Krass. Ja. Wenn man diese natürlich aufdenkt, alle, kann man schnell sortieren. Das heißt, wir müssen auch unser Inneres sortieren, um überhaupt eine Übersicht zu haben. Wir müssen sortieren. Und da habe ich so zwei Tabellen gemacht, mit jeweils positiv, negativ. Das eine geht auf den Status allgemein. Das heißt, du schreibst dir da auch oder du überlegst dir, okay, was läuft in meinem Leben allgemein, ne, mein Status, positiv und was negativ. Zum Beispiel, ich habe sehr viele Freunde mich herum, die mich mögen, meine Familie, ne, die mögen mich auch, ich komme mit denen sehr gut klar. Zum Beispiel die Liebe funktioniert positiv bei mir im Leben. Was funktioniert negativ zum Beispiel? Allgemein meine Arbeit, Schule. Da bin ich schon ein bisschen faul, undiszipliniert. Das ist überhaupt durch so eine Tabelle auch positiv und negativ. Da schreibt ihr nur auf, was allgemein in eurem Leben, ne, nicht gut läuft. So wie es für Beziehungsstatus, Arbeit, Schule, je nachdem. Ne? Eure Freunde, bla bla bla, was auch euch noch alles in den Sinn einfällt. In der zweiten Tabelle, auch mit jeweils positiv und negativ, schreibt ihr eure Träume und Ziele auf. Welche meiner Träume und Ziele laufen positiv, welche negativ? Zum Beispiel, es könnte auch so sein, dass ihr schreibt, okay, ich will ja Fußballer werden und einer meiner Ziele sind Training. Und wenn ich gut trainiere, ne, dann ist es auf jeden Fall auf der positiven Seite zum Beispiel. Okay, Training ist also schon mal positiv. Aber die Konstanz davon ist negativ. Im Training positive Ergebnisse. Die Konstanz von immer trainieren, immer trainieren, immer trainieren. Stimmt. Denn die ist zum Beispiel negativ. Das heißt, ihr könnt das wirklich sehr, sehr klein halten und auch wieder in dem Ziel wieder zwei spalten. Ihr wollt Fußballer werden, was braucht ihr dafür? Training. Okay. Training läuft gut, Konstanz ist schwer. Warum? Weil ich trainiere nicht immer regelmäßig. Ab und zu mache ich quasi so schwänzig ab und zu mal. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr so eine gewisse Liste. Dann habt ihr erstmal, okay, da habe ich mein allgemeines Leben. Da habe ich die Sache, die ich erreichen möchte. Was mache ich jetzt damit? Und da kommt jetzt eigentlich ein Pädagoge dazu, den ich mir bewusst ausgesucht habe, den ich damals in der Schule kennengelernt habe, im Pädagogikunterricht. Das ist Klaus Hogelmann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wie heißt der? Hogelmann. Klaus Hogelmann. Ja. Habe ich gehört, aber. Der ist mir eingefallen, weil ich liebe sein Schema und auch seine Denkweise, wie die Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel entsteht. Der hat eine, wie heißt das nochmal, eine produktive Realitätsverarbeitung erstellt. Nochmal? Produktive Realitätsverarbeitung. Und da entsteht ja auch die Ich-Identität, das heißt, ich selber. Und er hat sich das angeguckt, wie entsteht ein Mensch, wie entsteht das Innere in ihm. Und als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, krass, wie krass das wirklich bei jedem Jugendlichen zutrifft. Wie heftig. Bei jedem, sogar bei mir. Das war wirklich bei jedem. Ich habe mir das dann angeschaut und da ist mir ein Punkt vor die Augen gekommen, ja, den ich dann direkt mit reingenommen habe, und zwar die innere und äußere Realität. Er hat das so beschrieben. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Die innere Realität, das seid ihr selbst. Das ist eure Intelligenz, eure Grundstruktur der Persönlichkeit. Eure Emotionen zum Beispiel, wie ihr reagiert, bei welchem Thema wie seid, wie ihr drauf seid, eure Hobbys, das seid ihr selber. Temperament zum Beispiel, dann, und natürlich auch die genetische Veranlagung, das sowieso. Und die äußere Realität, das sind alle Erscheinungen vom Außenbild, Familie, Freunde, eure Erziehung und Bildung auch. Das heißt, Sachen, die ihr von außen bekommt, die ihr nicht in euch habt. Sachen wie Temperament, das ist angeboren, das habt ihr in euch. Das kann euch nicht angetrainiert werden. Das geht gar nicht. Aber so die Erziehung und Bildung, die kommt von Eltern oder von Schule. Das wird euch beigebracht. Deswegen ist das die äußere Realität.
Dann soziale Medien. Der hatte das nicht in seinem Thema, aber ich glaube, das ist auch etwas älter her, also sein Schema. Wie spielt das zusammen? Innere und äußere Realität? Das kommen wir dazu. Nicht wollen. Oh, sorry. Aber die sozialen Medien auch. Heutzutage, soziale Medien ist glaube ich, wie ein drittes Elternteil für euch mittlerweile. Das, was ihr dort lernt, bleibt auch bei euch anheften. Das bleibt. Mama und Papa bringen euch was bei, mittlerweile soziale Medien auch. Und da passiert auch sehr viele schlechte, also positive Sachen natürlich. Arbeit gehört auch zur äußeren Realität. Von eurem Teil Schule jetzt. Und Normen und Werte. Das heißt auch die Moralvorstellungen, die dann euch beigebracht werden, ist auch die äußere Realität. So, ich habe das hier bewusst in so einem Kreis gemacht, die innere Realität und äußere Realität. Und seht ihr, in der Mitte treffen sich beide Kreise einmal. In dieser Mitte entsteht die Persönlichkeitsentwicklung. Da kommt deine Ich-Identität zusammen. Das heißt, die innere Realität und die äußere Realität haben miteinander zu tun. Wenn diese sich einmal verbinden, entsteht was? Ihr selbst. Da seid ihr drin. In diesem kleinen Kreis seid ihr nochmal. In diesem kleinen Oval, sag ich jetzt mal bewusst, in diesen zwei Kreisen in der Mitte, wo sie sich treffen, da seid ihr. Das seid ihr. Eure Persönlichkeit. Und wenn ihr das einmal wirklich wahrnimmt, in euch habt, dann das anheftet, dann werdet ihr merken, wann ihr welche Entwicklung macht und wie wichtig das ist, sowas auch wahrzunehmen. Weil Mama und Papa werden euch das nicht sagen. Soziale Medien werden euch das auch nicht sagen. Keiner wird euch sagen, nimm wahr, was du für Entwicklung machst. Keiner. Aber es ist wichtig. Weil wir wissen jetzt, nur du kannst dich ändern. Und deswegen musst du auch die Verantwortung tragen, deine Meilensteine, ne, deine Fortschritte zu kontrollieren und wahrzunehmen. Das ist eure Verantwortung. Und dieser Prozess, ne, innere und äußere Realität, der ist dynamisch. Der findet immer statt. Egal wie alt ihr seid. Immer wieder statt. Immer wieder. Der ist ein Leben lang, wird dieser Prozess fortgeführt. Ein Leben lang. Ne? Und deswegen ist das so wichtig. Weil es gibt keinen Stopp. Es gibt nichts, was sagt, okay, es hört jetzt auf. Erst nach eurem Tod. Ja, nicht. Ein Leben lang wird das so weitergehen. Und in dem Fall ist es, betone ich das gerne nochmal, ist es immer noch umso wichtiger, das zu verstehen, wahrzunehmen. Wie sieht, wie oft ich das Wort wahrnehmen sage. Ich sage das nicht umsonst. Das, was ihr wahrnimmt, bleibt auch an. Das bleibt hier drin, das geht nicht weg. Es sei denn, ihr wollt, dass es weggeht, natürlich. So. Und jetzt möchte ich euch auch ein bisschen reden lassen, weil ich persönlich habe genug geredet, manchmal noch. Ich werde ab und zu noch was sagen. Weil ich möchte, dass ihr herausfindet, was für Probleme euch plagen, ne? was für Interessen ihr habt, dass ihr euch selbst mal kennenlernt. Weil, ich betone es nochmal, Mama und Papa werden euch das nicht sagen. Mama und Papa wird nicht irgendwann vor euch stehen und sagen, mein Sohn, meine Tochter, du bist so und so, das bist du und so, das sind deine Liebe, das sind deine Hobbys, das sind deine Schwächen, das sind deine Stärken, das wird nicht mal dein Lehrer sagt das. Heutzutage nicht mal Lehrer macht das. So. Und deswegen möchte ich euch reden lassen jetzt. Ja, also du meinst, man soll sich widerspiegeln? Genau. Du sollst dich widerspiegeln. In dem, was du willst, widerspiegeln. Schau, stell dich das auf, als würdest du in deinen Spiegel schauen und jeden einzelnen Körperteil von dir betrachten. So müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen gebe ich jetzt Stefan die Aufgabe, weil ich dich jetzt als erstes angeguckt habe, gebe ich jetzt die Aufgabe, dich so vorzustellen, dass du wirklich in dein Inneres gehst und nicht deine äußerlichen Merkmale erläuterst, sondern deine innere Realität. Das heißt, das, was schon angeboren ist. Ne? Ah. Was genau soll ich jetzt sagen? Die innere Realität, die du in dir hast. Zum Beispiel die Grundstruktur in dir. Stell dich vor, was ist das für ein Mensch? Sehr ehrgeizig gewesen. Okay. Ich war auch als Kind eigentlich immer so sehr neidisch. Also wenn andere was hatten, dann wollte ich das auch immer haben. So, ja, jetzt
habe ich das natürlich immer noch so. Man kann ja nicht einfach diese Eigenschaft so abgewöhnen, wie auch immer. Ist nicht mehr so extrem wie damals, aber ich merke auch, dass es meistens noch vorhanden ist. Ja, sonst bin ich schnell reizbar. Ja. Temperamentvoll? Ja, temperamentvoll. Ich glaube, das ist jeder Typ. Ich war es gerade bei mir. Ich glaube, Temperament steht bei mir an erster Stelle. Nicht? Ich gebe euch jetzt mal das, was ich gehört habe daraus. Sefa hat direkt mit was angefangen? Mit der Vergangenheit. Ich war. Ja. Nicht in der Vergangenheit bleiben. Hier und jetzt. Du hast mit der Vergangenheit angefangen. Mhm. Ja? Erstens. Zweitens, du hast versucht, manchmal Sachen schön zu reden. So einer auf den, jetzt bin ich das nicht mehr so, ab und zu nur. So weißt du, so einer auf den, das ist was Schlechtes. Mach das nicht. Ihr seht, wie anders ich Sefa wahrgenommen habe und wie anders Sefa sich in dem Moment wahrgenommen hat. Er hat das gar nicht bemerkt. Ja? Ja, ja. Das versuche ich euch zu vermitteln. Nehmt euch anders wahr. Im Hier und Jetzt, nehmt euch genauso wahr. Warum rede ich so? Warum bin ich so? Warum fließen gerade meine Tränen? Warum bin ich traurig? Das ist das perfekte Beispiel gerade gewesen. Deswegen danke ich dir, Sefa. Du hast gerade geredet. Also ihr seht, wie viel eine Redensart ausmacht. Er redet im Präteritum, redet in der Vergangenheit. Ne? Er nutzt die Vergangenheitsform. Warum? Er ist noch in der Vergangenheit stehen geblieben. Er ist noch dort. Er hält sich schon mit einer Hand dort fest. Loslassen. Du bist im Moment jetzt. Die bist du jetzt. Ne? Ich habe dann angefangen mit, ja, ich war so und so. Ich war sehr ehrgeizig. Bin ich jetzt immer noch manchmal, aber ich war ehrgeizig. So. Weil auf den, ey, ich habe das eigentlich immer. Ihr seid ehrlich. Wie seid ihr? Was wollt ihr haben? Was wollt ihr erreichen? Das war das perfekte Beispiel. Wir machen noch eins. Effe, du hast schon gemeldet, oder? Ja. Ich bin sehr, sehr faul, aber es kommt wieder das Gutreden, aber nur in Sachen, die mich nicht interessieren. Aber eigentlich muss ich die machen. Ja. Zum Beispiel jetzt Schulfächer, die mich gar nicht interessieren, da mache ich auch nicht viel für. Aber Schulfächer, die mich wirklich interessieren, da mache ich umso mehr für. Das ist so ein Problem bei mir. Dieses Gutreden könnt ihr ganz leicht überspringen, indem ihr einfach sagt, ich bin sehr faul in Sachen, die mich nicht interessieren. In Sachen, die mich interessieren, gebe ich Vollgas. Dieses Aber könnt ihr weglassen. Weil dieses Aber ist eigentlich der Knackpunkt, der euch im Kopf sagt, ey, verteidige dich, verteidige dich. Stimmt, ja. Verteidige dich. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht immer. Dieses, mein Trainer hat mich voll geschrieben, weil ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Und das Einzige, was ich gesagt habe, ist, ja, aber. Dieses Aber ist der Knackpunkt, der stimmt, im Kopf euch verteidigen. Muss weg. Das ist nur ein Wort. Könnt ihr weglassen. Ich mag das Wort Aber eh nicht. So komisch. Kannst du jedoch sagen? Ja, das ist wie so. Das Wort ist einfach zu viel. Macht immer alles kaputt. So. Machen noch ein Beispiel. Muss ja, stell dich mal vor. Also, ich bin auch sehr faul. Aber bei Sachen, die. Aber? Ja, aber. Ja, aber. Sobald ich ein Erfolgsgefühl habe, bei den Sachen, die ich gut kann, werde ich sehr schnell wieder faul. Da ich denke, es wird dann nur Eifer. Da kriege ich sehr schnell ein Faulheitsgefühl. Genau. Nach Erfolg tritt Faulheitsgefühl ein? Genau. Du bist sehr gut wahrgenommen. Krass. Dass du dich sehr gut wahrnimmst. Also in dieser Sache ist schon mal ein Fortschritt. Ihr seht, wie wichtig das eigentlich ist, eigene Persönlichkeit wahrzunehmen und zu merken, okay, ich muss da, auf das aufpassen. Ne? Ich sag euch auch ehrlich, eine Sache, die jeder von euch macht, mache ich auch, ich verkaufe mich unterm Wert. Weil mein Inneres von der Krankheit geplagt ist, von Zukunftsängsten, von Schwächegefühlen. Ne? Deswegen bekämpfen wir unser Inneres, um unsere Schale zu stellen. Verkauft euch nicht unterm Wert. Halil, schreib dich mal jetzt. Wie wir schreiben. Wie die Ebel. Ich kann auch sehr froh sein. Ich bin ein ruhiger Typ, aber ich versuche auch meine Pflichten zu erfüllen. Aber ich versuche meine Pflichten zu erfüllen. Schon wieder dieses Aber. Verteidigt. Aber gut, verteidigt das schon. So, jetzt versuche ich das anzuwenden, was du uns beigebracht hast. Yeah. Ich bin ein motivierter Mensch. Wenn ich ein Ziel habe, ich bin sehr emotional. Ich schäme mich nicht zu trauern in der Öffentlichkeit.
Ich bin mit mir unzufrieden. Ich möchte besser sein. Geil. Joel hat das sehr gut gemacht. Hat sehr vieles geachtet. Ein Applaus. Einmal Applaus für Joel. Ich sag dich ehrlich, mehr erwarte ich von nicht. Ich fühle mich gut, wenn ich das sage, Katja. Ja, ich wollte mich schon verteidigen. Du hast jetzt positive Erlebnisse in dir. Du vergisst, ist, ja, jetzt ist vergisst deine Schmerzen und deine schlechte Art. Selbst die schlechte Art, die du in dir hast, ja, verpackst du positiv. Richtig. Weil du streng in diesen Verteidigungsmodus hingehst. Du bist offen. Du sagst deinen Mitmenschen, ihr kommt, ich verteidige mich nicht. Ich habe nichts an mir, was ihr schlecht anwenden könnt. Ich habe nichts hier. Und manchmal ist das der Knackpunkt, euch selbst zu bessern. Stimmt. Weil alles, was ihr macht, ist für euch selbst. Ne? Ich bitte nur so, Mama und Papa wird das euch nicht beibringen. Ihr seid verantwortlich. Ihr seid die Person, die euch ändern soll. Ne? Und deswegen ist das auch so wichtig. Deswegen habe ich das gerade die ganze Zeit gemacht, diese Beispiele gegeben, die euch selber. Wenn ich mich jetzt auch beschreiben müsste, würde ich vor ein paar Jahren sagen, ich glaube, ich würde mich ungefähr so beschreiben, ihr guckt, was meine Fehler sind, okay? Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. In meinen Augen gibt es keinen besseren Fußballer als mich. Ich bin der Beste. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen faul bin. Aber ich denke, das ist normal, weil, kommen Sie mir mal ehrlich, jeder Mensch ist so. Ich habe sehr viele Emotionen, aber ich zeige diese nicht. Nur ab und zu. Und ja, ich habe Träume und Ziele. Ich werde diese versuchen zu verwirklichen. Wenn ich das nicht schaffe, ja, dann denke ich, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr unzufrieden mit mir sein werde. So, jetzt achtet mal, was man hier macht. Ich habe sehr viel geredet, ich weiß. Da waren einige dabei. Ja, das ist oft Aberglück und versucht es gut zu reden. Genau, sehr oft versucht gut zu reden. Oder zu normalisieren halt. Normalisieren, ja. Das ist ein gutes Wort, ja. Du warst sehr eitel. Sehr eitel. Beschreib das nochmal. Was ist das mit eitel? Ich habe gesagt, so, ja, ich bin der Beste im Fußball, egal was ihr sagt, so, ich bin der Beste. Ich, ja, sowas. Ja. Der Knackpunkt ist bei eitel, es ist eigentlich gut, dass du selbstsicher bist. Das Problem ist, wenn du das auf Krampf versuchst zu vermitteln, ich bin der Beste, ne? Ich muss das preisgeben, damit die Person mir gegenüber weiß, okay, das ist krass. Ja, so hat sich das auch angefühlt. Ne? Ja. Falsch. Du kannst selbstsicher sein. Du kannst auch selbstsichere Sachen vermitteln. Sollst du auch. Warum sollst du schon unterm Wert verkaufen? Aber mach das nicht so in einem Drang. So, das muss nicht rausgepresst werden bei dir. Ich habe bewusst gesagt, ich bin der Beste. Ich will der Beste sein, es gibt keinen besseren als mich. Ne? Bei der Betonung meiner Sätze bin ich ab und zu mal wieder hochgegangen und runter, dann wieder hoch und runter. Ne? Das ist das, was ich meine. Ihr müsst nicht verpflichtet sein, auch gegenüber Menschen das zu vermitteln, dass ihr selbstsicher seid. Müsst ihr nicht. Ihr solltet, ja. Aber es reicht, wenn ihr sagt, ich bin selbstsicher. Das reicht. Oder es reicht auch, wenn ihr sagt, ich denke, ich bin selbstsicher. Dann kommt es auch nicht so blöd rüber, ne? Dann seid ihr nicht. Stimmt. Das arrogante A-Loch. Das müssen wir zensieren. einfach so deep. Deswegen, was ich euch damit vermitteln möchte, ist. Warte mal kurz, bevor Furkan, du bist neu reinkommst, beschreib dich mal selber. Oh, mein inneres Ich, wie bist du als Person? Dein inneres Ich, achte doch die Fehler. Ich muss überlegen, brauch schon eine Minute. Nein. Das ist einfach. Gibt's keine Minute. Also. Ich mach schnell. Ja? Ja, das ist so schnell wie möglich, das aus dem Sinn kommt. Ich bin geduldig, aber ich bin inneres Ich. Das war gut. Mach weiter. Wie bist du? Deine Gefühlslage, wie du bist? Stress. Stress? Ja. Müde. Aber geduldig. Fleißig. Aber undiszipliniert. Gut, dass er weg war. Du bist kein Beispiel dafür. Ja. Noch was? Ja, manchmal konsequent, manchmal auch nicht. Jetzt kommt's. Jetzt krass war der Fehler. Also, das ist sehr oft aber gesagt. Das ist nicht gut. Okay. Das ist, hat gerade der andere gesagt, das ist so ein Schutzmechanismus.
Warum ist das ein Schutzmechanismus? Warum ist das ein Schutzmechanismus? Dass du dich damit verteidigen willst. Richtig. Sonst wäre das schlecht. Krass. Ja. Ja. Das hat jeder gemacht. Jeder. Ich hab das eben sogar gesagt. Und dann haben das immer noch ein paar Leute falsch gemacht. Dieses Aber, das könnt ihr weglassen, meinte ich. Weil dieser Aber, wenn ihr immer sagt, zum Beispiel meint ihr, ich bin fleißig, aber undiszipliniert. Dieses Aber ist immer dieses, ne? Du versuchst dich auch irgendwo unter dem Wert zu verkaufen, du versuchst dich direkt in Schutz zu nehmen, ne? So einer auf den, die darf mich nicht angreifen, der darf keine Sachen fliegen mit mir, dieses, weißt du? Was ist das Gegenteil bei mir? An dem Moment war es das Gegenteil, ja. In dem Moment war das Gegenteil. Vielleicht war das Aber dort nicht mal so schlecht. Aber sehr oft hast du das Aber gesagt, ich bin faul. Aber ich gebe Gas zum Beispiel. Das haben manche gesagt. Richtig. Das ist dann dieses, ich beschütze mich. Ich muss mich beschützen. Also nicht, keiner kann dich angreifen, sondern du selbst dich schaffst. Was auch neu war, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, kaum in Sätzen gesprochen. Fleißig, gestresst, müde. Da merkt man, wie wenig man in die Materie überhaupt reingeht. Wie man reflektiert. Wie wenig man das reflektiert. Ja. Man wirft die Worte einfach nur rein. Das ist wie so ein, das ist, wenn dein Kopf voll mit Gedanken ist, du schmeißt es einfach raus. Deswegen benutzt du keine Sätze. Ich glaube, du hast gar keine Zeit mehr in dem Moment, in Sätzen zu denken. Das ist wie das Memory. Ne? Genau wie das Memory. Jetzt musst du sammeln. Schummelt. Mach alle Karten auf. Schummelt. Weil ihr euch selber könnt ihr schummeln. Und was auch zum Beispiel ein sehr, sehr großes Problem ist, das macht jeder unbewusst. Dieses, M ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Manchmal macht man das auch unbewusst. Das ist normal. Aber kennt ihr das, wenn man in der Schule eine Präsentation hält und diese Person, die diese Präsentation hält, sagt öfters M, als irgendwelche Informationen zu verbreiten? Diese Präsentation hört sich nicht mehr schön an. Aber warum sagt man dieses M? Darüber habe ich noch Gedanken gemacht. Aha. Und dieses M sagt man eigentlich nur, das ist dasselbe Problem mit diesem, wenn man in nur Wörtern spricht, anstatt Sätzen. Zu viele Gedanken im Kopf, aber man denkt nicht. Man hat die Gedanken im Kopf, man denkt aber über diese Sachen nicht nach. Ist ein bisschen kompliziert. Dann kommt einfach ein raus. Weil dieses M füllt die Lücke. Mehr ist das nicht. Das füllt die Lücke. Und dann Feierabend. Dann kommst du nicht mehr weiter. Also die Gedanken werden nicht verarbeitet. Einfach nur, die sind da, aber die werden nicht verarbeitet. Der Gedanke muss raus, du weißt aber nicht wie, weil du nicht darüber nachdenkst. Aha. Deswegen schmeißt dein Kopf einfach irgendwas raus, das ist meistens dann. Krass. Das M. Das könnte jedes Wort von mir sein. Das könnte auch Puh, Mi, was weiß ich was. Aber das M. Weil das wahrscheinlich von unserer Kultur ja so viel anlangt, ist, hier, dass man sagt, das M ist nochmal so eine Zeit zum Nachdenken. Also merkt ihr, wie ein Mensch spricht, wie ein Mensch sich ausgibt, die Wörter, die er benutzt, ob er Wörter benutzt oder von Sätze benutzt, zeigen eigentlich, wie der Mensch drauf ist. Zeigen eigentlich, was der Mensch für Gefühle im Moment hat. Also merkt ihr, wie weit man eigentlich gehen kann, indem man einfach nur darauf schaut, wie man redet. Ja. Ihr stellt euch mal vor, ihr habt 24 Stunden mit euch selbst jeden Tag. Was ihr eigentlich alles erreichen könnt. Auf was ihr eigentlich überhaupt drauf kommen könnt. Wie weit ihr eigentlich mit euch selbst in einem Einklang sein könnt. Ne? Deswegen habe ich auch dieses Beispiel von diesem Hurelmann genommen, mit der inneren und äußeren Realität. Die äußere Realität, da könnt ihr nicht mal viel machen. Weil das sind Sachen, die kommen von außen, die könnt ihr meistens auch nicht beeinflussen. Vor allem, weil die Türken sind. Wenn deine Mutter sagt, du gehst nicht raus, dann gehst du nicht raus. Das sind so Sachen, weißt du? Aber so diese innere Realität, das, was in dir angeboren ist, das kannst du kontrollieren. Das kannst du. Und wie lange machen wir schon? Ist schon 40 Minuten. Jo, auf jeden Fall. Ich mache noch ein schnelles Schlusswort, ein Fazit. Dieses bewusste Wahrnehmen von Änderungen im Inneren ist Pflicht. Gewöhnt euch das an, wie ihr redet, wie ihr rüberkommt. Es ist normal, dass ihr am Anfang Schwierigkeiten habt. Ich höre, ich hatte das auch. Ich bin unnormal. Manchmal mache ich das ja immer. Wenn ich rede, bestimmt könnt ihr das herausfinden. Unser Ziel ab jetzt hier in dieser Gruppe ist immer, wenn wir reden im Unterricht, und sobald jemand das Wort aber benutzt, im negativen Kontext, direkt korrigiert. Ja. Bis keiner das mehr macht. Achtet darauf, wie ihr redet. Ihr könnt euch hier im Unterricht jederzeit korrigieren. Jederzeit. Auch mich, auch in der Kanal. Jetzt nicht, wenn wichtige Sachen ausgesprochen werden. Und
ich betone das immer wieder, habt keine Angst. Habt keine Angst, das zu machen. Geht, macht es, denkt einfach nach, das kostet euch nichts. Die Sachen, die im Kopf passieren, das sind innerhalb von Sekunden passiert. Also dafür arbeitet ihr schon so viel. Habt keine Angst, bleibt motiviert, gebt Gas, habt eure Träume und Ziele im Kopf und möge inshallah Allah euch dahin bringen, wo ihr hin möchtet. Super. Oh, wir haben 0 Zuschauer gehabt im Stream. Ja, ja. 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 Abschluss mal. Ja. Geh mal, meint der. Willst du im Schirm?